Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zur Mathematik. In meinem ersten Video habe ich ja versucht, die Grundrechenarten mal möglichst anschaulich und auf Deutsch zu beschreiben. Und das Gleiche möchte ich heute versuchen mit Brüchen. Da gibt es nämlich auch so ein paar Tricks, die es einem erleichtern zu verstehen, warum denn die Regeln so sind, wie sie sind. Ich kann jetzt hier in diesem Video nicht darauf eingehen, was ein Bruch ist. Das Video richtet sich also an diejenigen, die schon wissen, was ein Bruch ist und die auch schon mal die Regeln gehört haben, wie man einen Bruch, also wie man zwei Brüche addiert oder voneinander abzieht oder mal nimmt oder teilt. Und das soll jetzt nur noch mal der Anschauung dienen, wie man das verstehen kann, warum das so ist. Also die Regel, wenn man zwei Brüche zusammenzählen möchte, addieren möchte, kennt ihr. Sie müssen denselben Nenner haben und dann darf man nur die Zähler zusammenzählen. Warum müssen die denselben Nenner haben? Ich will es mal ein Beispiel machen. Wenn ich sage ein Viertel, dann ist es die Frage, was hast du denn da? Ich habe hier ein Viertel. Ich könnte auch sagen, ich habe einen Apfel. Ich habe also ein Viertel und ich habe noch ein Viertel. Wenn ich die zusammenzähle, dann sind das hier immer noch Viertel. Genauso wie ich einen Apfel und noch einen Apfel, zwei Äpfel habe, habe ich ein Viertel und ein Viertel sind zwei Viertel. Denn das antwortet nur auf die Frage, was ist das denn, was ich hier zusammenzähle? Ich kann nicht sagen, also nicht einfach sagen, ein Viertel plus ein Fünftel. Das wäre so, wenn ich sage, ein Apfel und eine Birne sind zwei Früchte. Ich brauche dann also den Oberbegriff. Und deswegen muss man, genauso wie man für Äpfel und Birnen den Oberbegriff Frucht suchen muss, muss man für Viertel und Fünftel, wenn ich die da jetzt stehen hätte, müsste man auch einen Oberbegriff finden. Ja, dann 20 in dem Fall. Aber in das Geheimnis des kleinsten gemeinsamen Vielfachen möchte ich jetzt nicht einsteigen, sondern nur nochmal sagen, warum muss der Nenner denn unangetastet bleiben? Wie gesagt, was habe ich hier? Viertel. Erst habe ich ein Viertel und dann habe ich noch ein Viertel und dann sind das zwei Viertel. Deswegen bleibt es bei Viertel. Das gleiche beim Subtrahieren, auch da wieder. Sie müssen denselben Nenner haben, denn ich kann nur fragen, wenn ich zwei Viertel habe, dann kann ich nur ein Viertel abziehen. Ich kann ja von zwei Äpfeln nicht eine Birne abziehen. So kann ich von zwei Vierteln auch nicht ein Fünftel abziehen, sondern auch hier muss der Nenner gleich sein. Deswegen die Regel, dass der Nenner unangetastet bleibt. Wie ist es jetzt beim Malnehmen? Da kennt ihr die Regel, da wird der Nenner jetzt plötzlich nicht mehr in Ruhe gelassen. Der verändert sich auch. Die Regel lautet ja, will man zwei Brüche malnehmen, so muss man sowohl die Zähler als auch die Nenner miteinander malnehmen, multiplizieren. Warum lassen wir jetzt den Nenner nicht in Ruhe? Ich will es euch an einem Beispiel klar machen. Und da hilft uns ein Blick in mein letztes Video. Malnehmen antwortet ja auf die Frage, wie oft. Also, das hier ist ein Viertel. Ich habe hier einmal ein Viertel. Wenn ich jetzt sage, ein halbmal ein Viertel, stelle ich mir die Frage, wie oft habe ich jetzt ein Viertel? Jetzt habe ich es nicht mehr einmal, jetzt habe ich es nur noch ein halbes Mal. Also ein halbmal ist ja gleichbedeutend mit die Hälfte von etwas. Wenn ich etwas halbiere, habe ich nur noch die Hälfte. Also, was ist jetzt die Hälfte von einem Viertel? Ich habe es hier mal aufgemalt. Das ist jetzt plötzlich dann nur noch ein Achtel. Die Hälfte von einem Viertel ist ein Achtel, also ein halbes Mal ein Viertel ist ein Achtel. Jetzt gucken wir mal, ob das mit der Rechnung so ausgeht. Wir wenden es an.
ein Viertel mal ein Halb. Ich multipliziere die beiden Einsen nach 1 und 4 mal 2 macht 8. Stimmt. Ein Viertel mal ein Halb ist ein Achtel. Also die Hälfte von einem Viertel. Die Hälfte von einem Viertel ist ein Achtel. So funktioniert das. So, kommen wir zum letzten Beispiel, zum Teilen. Da kennt ihr die Regel, wenn man einen Bruch durch einen anderen Bruch teilen will, dann muss man mit dem Klärwert mal nehmen. Das kann man sich merken, lernen, durchführen, das funktioniert immer. Aber auch hier möchte ich euch zeigen, warum das funktioniert, an einem Beispiel. Denn einen Bruch durch einen Bruch teilen, das klingt sehr furchtbar abstrakt. Und ich will wieder den Trick meiner lieben Klassenlehrerin anwenden und nicht sagen, ich teile durch, sondern ich verteile an. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe eine Vierteltorte und die verteile ich an einen Viertel Menschen, also an einen ganz kleinen Menschen, an einen Menschen, der nur ein Viertel so groß ist wie wir. Ein Hobbit vielleicht oder ein Hobbitkind. Wirklich ein ganz kleiner. Und wenn ich jetzt ein Viertel Kuchen an einen Menschen verteile, der nur ein Viertel so groß ist wie ich, dann ist der für ihn, ist das ja ein Riesenstück. Das ist also für den Kleinen so viel, als hätte man mir einen ganzen Kuchen gegeben, wenn der nur ein Viertel von mir ist. Hilft einem vielleicht diese Redensart, der ist viermal kleiner als ich, hört man ganz oft. Es ist nicht sehr mathematisch ausgedrückt, aber etwas ist viermal kleiner. Und für jemanden, der viermal kleiner ist, ist so ein Viertel natürlich viermal größer. Also für den ist es so, als hätte er den ganzen Kuchen gekriegt. Mal gucken, ob das klappt. Ein Viertel verteilt an ein Viertel, ohne geteilt durch, ist gleich ein Viertel mal Kehrwert, mal 4 Viertel, ist gleich 4 Viertel, also 4 Viertel, ein ganzer Kuchen, das stimmt. Für einen, der nur ein Viertel so groß ist, ist das Viertel tatsächlich so wie für uns ein ganzer Kuchen. Und das funktioniert. Und deswegen muss man mit diesem komischen Kehrwert mal nehmen. Ich hoffe, das war ein bisschen anschaulich und nicht ganz so abstrakt. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss.